So, hallo ihr Lieben. Ich bin gerade mal unterwegs, aber diesmal alleine, weil ich mal eben das Moped waschen möchte. Dass das für nachher schön sauber ist. Der Kai ist noch auf der Arbeit. Aber der kommt auch nachher um 2. Und dann wollen wir mal eine Runde fahren. Das schöne Wetter ausnutzen. Die Felgen habe ich jetzt schon ein bisschen zu Hause sauber gemacht. Das geht nämlich bei der Waschstraße so schlecht mit der Bürste. Deswegen mache ich das immer zu Hause. Und den letzten Rest mache ich an der Waschstraße. Habe ich hier in meiner Beintasche, habe ich hier mein Leder drin zum Abledern für hinterher. Es ist auch nicht so weit weg von uns, also ist wirklich nur so ein ganz kleines Video, so ein paar Minuten. Oh, aber das ist schon wieder so herrlich, ne? Das Wetter, das ist einfach nur schön. Moped sagt 14 Grad. Herrlich. Ja, und da habe ich mir gedacht, warum nicht? Nehme ich euch mal mit zum Waschen. Deswegen habe ich eine Kamera dran gemacht. Schauen wir mal, dass wir das Moped sauber kriegen. Heute habe ich ja frei. Konnte nicht so wirklich lange schlafen. Da ja Schule, die ganzen Schulen ja zu haben, heißt das auch, dass unsere Tochter zu Hause ist. Sie versucht zwar leise zu sein, wenn ich vom Nachtdienst komme, aber wer Kinder hat, weiß, dass das nicht immer so funktioniert. Also lag ich heute Morgen um 6:30 im Bett und um 10 Uhr war ich wieder wach. Dementsprechend bin ich ein wenig müde. Was dauert das denn jetzt hier? Ja, gestern war es ja auch schon ganz schön, aber da waren wir nicht weg mit dem Moped. Da haben wir die Sommerreifen drauf gemacht. So, und da sind wir auch schon fast da. Schön stehen. So, machen wir mal einen Gang raus.
So, da bin ich wieder. Moped ist wieder sauber. Ruckzuck. Geht das? Ja. Geht auch nur so schnell, weil es ja auch nicht so wirklich schmutzig ist, ne? Das Moped. Es wird ja regelmäßig gewaschen. Da bin ich wieder. So, jetzt eine kleine Runde trocken fahren und dann geht's nach Hause. Ich müsste unbedingt mal meine Uhr stellen hier. Hallo, bleibst du bloß stehen? Ich müsste unbedingt mal hier meine Uhr stellen. Ich habe die immer noch auf Sommerzeit, aber eigentlich könnte ich es ja jetzt auch lassen. Theoretisch gesehen. Kurz nach 12 müssten wir jetzt haben. 2 Stunden noch, dann kommt Kai. Und dann mal schauen, wo wir hinfahren. Ja, dann will ich das Video jetzt auch nicht zu lang machen, weil ich brauche ja hier noch Speicher für gleich. Dann würde ich jetzt einmal sagen, macht's gut, euch noch einen schönen Tag. Vielleicht sieht man sich später nochmal. Tschüss!